Heute erklären wir euch, was Familie ist. Im Duden erfahren wir Familie. Lateinisch Familia bezeichnet die Herkunft eines Menschen und hat zwei Bedeutungen. Mit Familie werden diejenigen Menschen bezeichnet, mit denen ich biologisch verwandt bin, und mit Familie werden diejenigen Menschen bezeichnet, die mir am nächsten sind. Wenn ich an Familie denke, dann fällt mir sofort die Familie Feuerstein ein. Genau! Mit dem Vater Fred Feuerstein, der Mutter Wilma, der Tochter Peppels und dem Dinosaurierhaustier Dino. Denn auch der gehört zur Familie. Und die Feuersteins verkörpern eine typische Kleinfamilie, bestehend aus Vater, Mutter, Kind und womöglich noch einem Haustier. Aber auch die befreundete Familie von den Feuersteins, die Geröllheimers, bilden eine Kleinfamilie. Und zwar mit dem Vater Barney Geröllheimer, der Mutter Betty, dem Sohn Bam Bam und dem Haustier Känguru Hopperu, auch Steintralien, auch genannt Hoppy. Wir können also festhalten, eine Kleinfamilie besteht aus zwei Generationen, nämlich den Eltern mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern. Und wenn die Eltern zahlreiche Kinder haben, also eine große Kleinfamilie bilden, dann spricht man hier gerne auch von einer Kernfamilie. Okay, soweit habt ihr sicher alles verstanden. Aber wie verhält es sich dann bei den Simpsons? Sind die Simpsons nun eine Klein- oder eine Kernfamilie? Das ist etwas komplizierter, denn die Simpsons bestehen ja aus dem Vater Homer, der Mutter Marge, den Töchtern Lisa und Maggie, dem Sohn Bart, dem Großvater Abraham, der Großmutter Mona Jane, dem Haushund Knecht Ruprecht und der Katze Snowball. Würden alle Simpsons unter einem Dach leben, wären sie eine Großfamilie. Genau, denn in einer Großfamilie leben mindestens drei oder auch mehr Generationen zusammen. Aber bei den Simpsons lebt der Großvater im Altersheim und die Großmutter in einem Wohnwagen. Ja, und deshalb bilden die Simpsons keine Großfamilie, sondern eine Kernfamilie. In diesem Zusammenhang fallen mir auch noch die Groots ein. Welche Familienform liegt hier vor? Ein sehr gutes Beispiel, denn die Groots stehen für eine Großfamilie. Mit dem Vater Gru, der Mutter Uga, der Tochter Eve, dem Sohn Frank, der Großmutter Gran und dem Baby. Soweit, so gut. Aber was ist dann eine Patchwork-Familie? Stell dir einfach mal vor, Fred Feuerstein würde seine Frau Wilma verlassen und zöge mit Betty Geröllheimer zusammen, die wiederum ihren Ehemann Barney verlassen hat. Fred Feuerstein würde in diese neue Beziehung seine Tochter Peppels mitbringen und Bam Bam, der Sohn von Betty Geröllheimer, würde bei seiner Mutter Betty bleiben. Bam Bam bekäme so einen neuen Vater und Peppels eine neue Mutter. Und diese neue Familienkonstellation nennt man Patchwork-Familie. Genau, denn Patchwork kommt aus dem Englischen und setzt sich aus den beiden Wörtern to patch, etwas flicken, und work, Arbeit, Werk, beziehungsweise to work, funktionieren zusammen. Auf Deutsch bedeutet Patchwork Flickwerk und bezeichnet hier eine Technik, mit der Stoffreste, also Flicken, zu einem Teppich oder zu einer Decke aneinander genäht werden. Jawohl, denn eine Patchwork-Familie ist ja auch eine Art Flickenteppich, wo Mann und Frau zusammenziehen und ihre Kinder aus früheren Ehen oder früheren Beziehungen mitbringen. Die einzelnen Mitglieder dieser Patchwork-Familie werden dann Stiefkinder, Stiefgeschwister, Stiefvater oder Stiefmutter bezeichnet. Aber was ist, wenn ein Erwachsener alleine die Kinder großzieht? Wie wird diese Familienkonstellation definiert? Hier spricht man von Alleinerziehung. Ja, und hier könnte Donald Duck mit seinen Neffen Tick, Trick und Track als Beispiel herangezogen werden. Denn Onkel Donald kümmert sich alleine um seine Neffen und schultert alleine die Verantwortung für die Drillinge. Somit haben wir nun mehrere Familienkonstellationen euch hier vorgestellt. Die Kleinfamilie anhand der Familie Feuerstein und den Geröllheimers. Die Kernfamilie an der Familie Simpsons. Die Großfamilie nicht an den Simpsons, sondern an den Groots. Die Patchwork-Familie an dem Trennungsbeispiel Feuerstein-Geröllheimer. Und schließlich die alleinerziehende Familie anhand von Donald Duck. Abschließend hier noch die Definition für Familie im Juristendeutsch. Familie ist nach dem allgemeinen modernen Verständnis das umfassende Beziehungsverhältnis zwischen Eltern und Kindern, unabhängig davon, ob die Eltern miteinander verheiratet sind, ob die Kinder minderjährig oder volljährig sind oder ob sie aus ein oder mehreren Beziehungen hervorgegangen sind oder ob sie Adoptiv-, Stief- oder Pflegekinder sind. Entscheidend ist allein, ob eine gewachsene persönliche Bindung entstanden ist.